Am 10. Dezember fand der Hochschulball im Harzer Kultur- und Kongresszentrum in Wernigerode statt. Professor Dr. Armin Willingmann hieß die festlich gekleideten Gäste willkommen. Findet ihr den Hochschulball? Das finde ich sehr gut eigentlich, dass man sich mal sehr ordentlich machen kann und eigentlich auch einen Anlass hat, wo man halt mal tanzen gehen kann. Das gibt es ja heutzutage kaum noch und das finde ich eigentlich sehr gut, ja. Was ist der Vorteil an der Hochschule Harz? Ich finde es sehr gut, weil die Seminargruppen und überhaupt die Studiengänge relativ klein sind. Man kann sich halt wirklich darauf konzentrieren, auf seine Sachen und man hat direkten Kontakt zum Professor und das ist eigentlich das sehr Gute an der Hochschule und ist halt angewandt dann auch. Das ist jetzt der 13. Hochschulball. Können Sie mir etwas zur Tradition des Hochschulballs sagen? Also es kann nicht jede Hochschule so einen tollen Ball organisieren, aber bei uns hat es in der Tat schon eine gewisse Tradition. Schon in den ersten Jahren gab es die Überlegung, die Bevölkerung, die Bürger der Stadt, die am Ballleben, an winterlicher Festivität interessiert sind und die Studierenden zusammenzubringen. Wir haben daraus in der Tat eine kleine Tradition gemacht. Der 13. Hochschulball im 20-jährigen Bestehen der Hochschule, das zeugt davon, dass das hier regelmäßig stattfindet. Einmal im Jahr versammeln wir uns hier im KIK und feiern gemeinsam. Die Studierenden, die sich sehr festlich kleiden, die Honoratioren der Stadt, aber auch viele Mitglieder des Kollegiums, die Freude daran haben zu tanzen und an so einem Abend auch mal entspannt mit Studierenden über Gott und die Welt zu reden. Sie sagten, Sie feiern ja auch 20 Jahre Hochschule Harz. Was können Sie darüber alles erzählen?
Es gäbe sehr viel zu erzählen über 20 Jahre Hochschule Harz, über die 77 Studierenden, die 1991 hier angefangen haben und die fast 3.400, die heute hier sind. Das ist ja eine Erfolgsgeschichte. Ich will da gar nicht so sehr in die Details gehen. Entscheidend ist, es ist gelungen, am Westrand des Landes Sachsen-Anhalt eine Hochschule zu platzieren, die hier einen außerordentlich guten Ruf hat, die überregional, man muss sagen, international bekannt ist und dazu beiträgt, dass die Harzregion in der Welt noch ein bisschen bekannter und attraktiver wird. Wirkt der Hochschulball auch mit dazu bei, dass die Hochschule auch mit der Bevölkerung in Wernigerode weiter verzahnt wird, weil es ja nicht nur offen für Studenten, sondern es kann ja jeder daran teilnehmen? Ja, grundsätzlich kann jeder daran teilnehmen. Wir sehen ja, dass sehr, sehr viele unserer Studierenden, ich sage es mal etwas freundlich, liiert sind, persönlich befreundet sind mit Mitbürgerinnen und Mitbürgern der Stadt. Natürlich sind auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit deren Ehepartnern eingeladen. Und das führt dazu, dass hier tatsächlich eine offene Atmosphäre besteht, bei der auch Einwohner der Stadt Wernigerode im Grunde an unserem Leben teilhaben. Aber man muss ehrlicherweise sagen, im Mittelpunkt stehen heute Abend die Studierenden. Die bilden mit Abstand die größte Gruppe hier bei unserer Feier. Und das ist auch gut so. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Campus TV. Für uns ist das etwas ganz Wichtiges. Wir wissen, dass Campus TV nicht nur in der Harzregion geschaut wird, sondern auch darüber hinaus, dank der Zusammenarbeit der offenen Kanäle. Und das trägt durchaus auch dazu bei, dass Menschen außerhalb dieser Region etwas von uns erfahren und sich dann für die Hochschule Harz interessieren. Wir hatten in diesem Jahr einen absoluten Bewerberrekord. Fast 4.000 junge Menschen wollten hier bei uns studieren. Das ist ein Zeichen davon, dass die Außenwirkung der Hochschule gut ist. Und dazu trägt unsere Zusammenarbeit auch bei. Vielen Dank. Jetzt habe ich den Oberbürgermeister Herrn Gaffert neben mir stehen. Wie finden Sie denn den Hochschulball? Ach, zunächst finde ich das eine ganz tolle Sache, dass die Hochschule Harz, die ja ohnehin für die Stadt unglaublich wichtig ist, dass sie eine solche tolle Veranstaltung hier zum Jahresende macht. Das zeichnet diese Hochschule aus, sie ist so vielfältig, ob das der normale Hochschulbetrieb ist, ob es die Kinderhochschule ist, die Seniorenhochschule oder aber die Stiftungsgründung für die Kultur, viele andere Veranstaltungen und jetzt dieser tolle Ball, also Respekt. Ich bin immer wieder erstaunt, was diese Hochschule hier zu Wege bringt in unserer Stadt. Die Hochschule ist ja auch ein wichtiger Standpunkt in Wernigerode, besonders vielleicht auch zum Thema junge Leute hier ranzuholen. Was tut denn auch die Stadt dafür, um Studenten ranzuholen? Gibt es da Unterstützung? Ja, natürlich. Für uns ist diese Hochschule ganz, ganz wichtig. Wir kommen jedes Jahr zu vielen jungen Menschen, die die Stadt bevölkern. Die sind ja einige Zeit dann auch Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Das ist sehr schön. Viele nehmen auch den ersten Wohnsitz hier. Und die Stadt Wernigerode gibt selbst ein gewisses Entgelt hinzu. Wir geben ein Begrüßungsgeld. Ich kann gar nicht sagen, wie hoch das ist. Da erwischt ihr mich jetzt auf dem falschen Fuß. Sodass es für jeden schmackhaft gemacht wird, auch hierher zu ziehen. Und nicht zuletzt, und das darf man in der Tat nicht unterschätzen, ist diese Hochschule auch ein Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Wir haben vorhin die Zahlen gehört, wir haben über 3.000 Studenten, davon sind 2.000 in Wernigerode. Viele wohnen hier, sie leben hier über die Woche zumindest, sie tragen hier zur Wertschöpfung bei. Und wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir als so kleine Stadt über diese Hochschule verfügen. Okay, wenn Sie Wernigerode jemand Fremdes erklären müssten, der sich hierfür interessiert und gern zur Hochschule gehen würde, würden Sie in 3 Sätzen was dazu sagen können? Also eine Werbung machen für Wernigerode, das fällt mir natürlich nicht schwer. Wernigerode ist eine zauberhafte Stadt. Sie liegt wunderschön am Fuße des Harzes. Sie hat eine unglaublich tolle wirtschaftliche Entwicklung genommen. Sie ist Tourismusmagnet Nummer 1 im Land Sachsen-Anhalt. Sie verfügt über ein reiches Kulturangebot, sodass wir uns mit teilweise viel, viel größeren Städten eigentlich gut messen können. Und insofern kann ich nur werben, hier in dieser kleinen, aber feinen Hochschule zu studieren.